Was würdest du machen, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Kreieren. Lieben. Träumen. Wenn für mein Grundeinkommen gesorgt wäre, dann wäre es mehr so, ich würde mir einen Job suchen, der mir auch wirklich Spass macht. Oder vielleicht kann ich meinen Traumberuf verwirklichen jetzt, oder? Wo ich weiss, ich kann sonst genug Geld einfach zur Verfügung. Wir wünschen jetzt anfangen, um mehr darüber zu erfahren und Bedingungslosigkeit zu üben, hier in der Schweiz. Wenn für mein Einkommen gesorgt wäre, wäre ich wahrscheinlich Schriftsteller. Ich würde glaube irgendwo an einem windigen Strand meine Zeit verbringen und schreiben. Also wenn für mein Einkommen gesorgt wäre, dann würde ich mich vermehrt in der Indienarbeit engagieren. Wir sind ein Hilfswerk, das Kinderheim und Schulen in Indien unterstützen. Und für das würde ich mich engagieren. Wir bauen eine Plattform, wo wir jeweils ein Grundeinkommen können crowdfunden können. Das sind 30'000 Franken. Wenn wir das zusammen haben, machen wir eine Verlosung und verteilen es ganz an jemanden von euch für ein Jahr. Das heisst konkret, jemand von euch wird ein Jahr lang 2'500 Franken pro Monat bekommen. Bedingungslos. Mit dem können wir herausfinden, was das mit uns macht. Ja, ich glaube, jetzt kann ich das. Ich kann bedingungslos meine Freiheiten ausleben. I think about 80% of people would stop working if they were guaranteed an income. Momentan bin ich in einer Bank, schaffe eine Bank, aber ich wäre lieber mit den Kindern arbeiten, wenn das Jahr Einkommen gesorgt wäre, ja. Denke ich mir, ich werde arbeiten, aber nicht unbedingt für das große Geld. Ich denke, es gibt viele verschiedene Wege, wie man das umsetzen könnte. Und definitiv auch Wege, die es Sinn machen würde. Wir müssen so wie ein Pilotprojekt machen und schauen, was dabei rauskommt. Wir wollen jetzt schon Bedingungslosigkeit üben, hier in der Schweiz. Helfet mit, zahlt etwas ein, sodass wir das Grundeinkommen für euch möglich machen. Je mehr mitmachen, je mehr einzahlen, je mehr können wir Grundeinkommen erlebbar machen. Einer für alle, alle für einen.